Hallo und herzlich willkommen zurück, ich bin Mike, wir spielen Octopath Trail weiter. Letztes Mal haben wir Layla weitergeholfen. Jetzt ziehen wir uns hier das Dorf Totohaha an, mit allen anderen Einwohnern, die noch so zur Verfügung stehen. Wer bist du denn? Eine sanftmütige und vernunftbegabte Frau mit 56 Jahren. In der Hoffnung auf ein friedliches Miteinander und gemeinsamen Wohlstand hat sie Gemüse aus dem Dorf gegen Dörrfleisch und andere Produkte der Wildlinge ausgetauscht oder getauscht. Was den konservativen Bewohnern gar nicht gefiel? Und die Häme und Schikane einbrachte. Mächtiges Liedchen und Dörrfleisch. So geht's einem. Ach, das Alter. Größere Lasten zu tragen wird immer beschwerlicher. Ja, das denke ich mir. So, hier ist das Dorf der Menschen. Pflaumen, Granatapfel und Granatapfelblatt. Zweimal. So, eine Frau mit 30 Jahren, die mit ihrer Tochter in diesem Dorf lebt. Ihr Mann arbeitet auf einem Fährschiff und ist die meiste Zeit des Jahres unterwegs. Ihre energiegeladene Tochter hält sie mit ihren Ausflügen jedoch so oft Trab, dass sie kaum Zeit hat, ihren Mann zu vermissen. Ein Umstand, der sie zu der Einsicht bewegt hat, dass sich am Ende immer alles ausgleicht. Meine Tochter hat keinen Orientierungssinn, ständig verirrt sie sich. Okay. Wer bist du? Ein neugieriges Menschenmädchen, das oft auf eigene Faust zu großen Abenteuern aufbricht, aber leider dazu neigt, den Rückweg zu vergessen. Seit einem gewissen Vorfall sehnt sich danach, Freundschaft mit den Wildlingen zu schließen. Auch hübsch. Auch sie hat Litschi und Windzehenstein mit. Ich liebe Dörrfleisch, das schmeckt ja so toll. So, hier ist noch ein Junge mit einer Quest. Heiltraube und Weizenbrot. Du bist ein 10-jähriger Menschenjunge, der mehr über die Wildlinge wissen möchte. Als er von einem Freundschaftsamulett hört, das sein Großvater einst von einem Wildling empfing, soll er unbedingt auch einen Wildling als Freund. Wollte er unbedingt einen haben. Womöglich eine gute Idee, denn der Junge ist voller Energie und hat eine ungezähmte Persönlichkeit. Ja, wie man wohl mit ihnen ins Gespräch kommen kann. Ich wüsste gern mehr über die Wildlinge und fände es toll, wenn wir Freunde wären, aber wie? Ja, mit der Freundschaftsarmband, ne, wie es gerade hieß, nehme ich an. Lederfaustschild. Gut, was kann ich hier noch mitgehen lassen? Mit der Aufgabe betraut, sich um den Wachdienst auf der Warte zu kümmern, kam dieser junge Mann aus den Schwärmen kaum heraus. Was würde sich ihm oben wohl für einen Anblick bieten? Wie herrlich würden sich der Wind auf seiner Haut anfühlen? Und bestimmt würde die Welt hinter dem Horizont alle Erwartungen übertreffen. Leider macht ihm seine Höhenangst einen gewaltigen Strich durch die Rechnung. Das ist dumm. Also ich blöd, wenn das passiert. Mal schauen, vielleicht hat irgendjemand ein Freundschaftsarmband hier oder woanders. Wenn ich dran denke. Ein alter Mann, der vor einigen Jahren hier im Dorf gelandet ist. Früher war er ein Flammenritter im Dienste eines Königreichs, aber als Kuh in seiner Heimat eindrang, verlor er alles. Sein Hass auf die Wildlinge sind eher pragmatischer Natur. An irgendetwas muss er ja einfach seinen Frust auslassen, sonst wäre ihm längst das Herz gebrochen. Neue Ausrüstung zu verkaufen, gar nicht schlecht. Wildlinge müsste man abrichten, so wie Hunde eben. Ja, ist immer schön sowas. So, was haben wir denn hier? 55.000, eine Siedleraxt. 290 physischer Angriff, verringert selten den physischen Angriff des Ziels. Kann ich mir hier mal eine mitnehmen? Kauf tätigen, aber nicht equippen. Das kann sein, dass die vielleicht gar nicht schlecht ist für einen Zweckcharakter irgendwo. Ohne jetzt alle durchprobieren zu müssen. Gesundheitspunkte ist zu wenig. 50 Gesundheitspunkte. Für das es andere Sachen 1000 haben können. So, was ist hier drinnen? Hier ist niemand drin von Interesse. Hier drüben. So, mit allen Leuten hier sprechen auf jeden Fall. Person erkundigen, Fallsteller. Dieser Mann ist geschickt im Bauen von Fallen, da er nicht gut kämpft. Spezialisiert er sich auf kleine Tiere. Ab und zu verkauft er seine Beute auch an Inhaber der Essenstände auf Tropohopu. Giftstaub und Befingern der Uhrring. Okay. Kann man natürlich mal machen. Ich hoffe, dass ich bald mal nach Tropohopo komme und am Strand dieses Kochs essen kann. Ja, Tropohopo war das mit den ganzen Oktopussen, ne? Oder Oktopussen allgemein. Da gab es so endlos viele Leute. Oh, schätze, Thema wurde bereits gekauft. Okay, alles gut? Alles prima. So, Finsterflor habe ich so gut wie noch nie benutzt. Oh, so richtig hübsch ist ja nichts davon, finde ich. Ja, Federhut und stimulierende Ohrringe gleich mal geklaut hier. Eine Frau in einem Alter, in dem man
gemeinhin großen Wert auf Moorsches Aussehen legt, 37 Jahre. Sie sehnt sich nach den großen Städten und den neuesten Trends. Andererseits interessiert sie sich aber auch für die einzigartige und farbenprächtige Kleidung der Wildlinge. Ein verborgenes Objekt erhalten. Oder gefunden. Okay. Ein Erweckungskraut ist nicht so der Brüller, aber immerhin. So, bei dieser Person erkundigen. Das hier ist die Vorsteherin der neben dem Dorf der Wildlinge gelegenen Menschensiedlung. In ihrer Jugend studierte sie Wirtschaftswissenschaften in Montweiss und kam zu Forschungszwecken nach Totohaha, wo sie ihren späteren und mittlerweile verstorbenen Ehemann kennenlernte. Später leitete die geborene Anführerin die Erschließung der Insel. Purpurner Talisman ergibt 30 Elementarverteidigung, regeneriert aber FPs. Gar nicht schlecht. Ui, wir haben 50% Chance auf kampferprobter Bogen. Wir riskieren es mal. Lass das, wag es nicht nochmal. Wir haben noch 4 Versuche. Wir möchten das versuchen, ich möchte den haben. Kampferprobter Bogen, das sind richtig gute Waffen mal. Lass das. Wir riskieren es einfach mal. Kampferprobter Bogen, ja. Lass das, okay. Kann ich vielleicht mit Agni in der Nacht? Die Frage ist, wo ist sie in der Nacht? Wo ist sie denn? Am Tag, das ist die mit den violetten Haaren, graue Haare hat sie, ne? Graue Haare und die pinke Kluft hier. Kann ja nicht so weit weg sein. Vielleicht ist sie hier hinten. Da ist sie. Kann ich, also bitten? Nee, welche Stufe hätte das denn? Kampferprobte Bogenstufe 80. Okay. Das wäre schon richtig wichtig zu haben, das Ding. Okay, ich verstehe. Okay. Lass mir das klauen. Lass das. Ja, ich... Immer geht's noch. Komm, das kostet ein bisschen Geld und dann... Was soll's, vielleicht kriegen wir es irgendwann noch. Lass das. Okay, damit haben wir es vergeigt, oder? Ja, wir können gerade nichts mehr machen. Wir brauchen wieder ein Gasthaus, wo wir unseren Rang wieder herstellen können. Also einen Ruf. Stell mir einen Ruf wieder her. Was kostet das? 4.500, das ist mir das wert. Ich glaube, wenn man es nicht so oft macht, wird das, wenn man es zu oft macht, wird das immer teurer. Ja, ja. Überleg dir zweimal, ich habe aktuell keine andere Option. Ich weiß ja nicht, ob ich mit ihr... Wie stark ist sie denn? Sie wäre nicht so extrem stark. Kann ich da nicht mit... Warte mal, kann ich da vielleicht Rauben machen? Formation, mit Oswald meine ich. Würde das gehen? In der Nacht ist sie in ein Haus drin. Da wäre der Bogen. Versuch mir mal Rauben. Das müsste gehen. Wenn die wirklich Stufe 80 ist, wird spannend. Kampferprobter Bogen. Okay, wir versuchen das. Her damit. Glaubst du, ich lasse mich von Gesetzlosen mit dir rumpeln? Ja, das glaube ich. Eine Schwäche aufgedeckt mit Axt. Das ist genau das, was ich nicht brauchen kann, oder? Klar. Gelehrter, was geht denn sonst noch hier? Feuer, reicht mir. Wobei Licht wäre toll, Licht oder Schatten, das wäre super. Natürlich kriege ich erstmal eine Dolchung angeboten. Eine Runde geht noch. 50, passt schon, sonst nimmst du halt irgendwas zum Hochheilen. Passt. Ich möchte den Bogen haben. Wind würde auch gehen. Wind habe ich aber nicht, soweit ich weiß. Aber wir können mit Feuerball draufgehen. Sollte ziemlich gut Schaden machen, der Kollege. 1600. Mal schauen, wie lange sie das aushält. Starker Schuss. Okay, kriegt ziemlich eins auf die Mütze. Ich würde jetzt auf jeden Fall... Ups, nein. Stopp. Objekte. Erstmal hier hochheilen. Dafür haben wir ja die Marmelade, die einfache. GPFP bei einem Verbündeten voll. Ständig regenerieren. Passt schon. So, beim nächsten Mal gehen wir mit 2 Punkten. Auf jeden Fall. Ja, ich bin halt komplett immun gegen Blitzschlag irgendwie. Aber physisch tut weh. So, ich möchte 2 Punkte investieren von meinen Buspunkten, weil ich ja noch 3 habe und will sie gerne angreifen. Ich bin da sehr guter Dinge. 4.500 Schaden. Frontkommando. Nochmal Feuerball. Okay, wir kommen gleich nochmal dran. Sehr gut. Nochmal Feuerball. Ich glaube, recht lange hält sie nicht mehr durch. Wir gehen jetzt auf Folgendes. Wir haben ja hier jetzt genug Schaden genommen, um hier auf ein Ziel die wahre Magie zu ziehen. Bam. Strahl, Fitz, Scheiß, Menschheit. 25.600 Schaden. Okay. Das hat dir nicht so gefallen.
Okay, damit kriegen wir den Bogen. Dankeschön. Das ist ein bisschen perhaps jetzt, aber es funktioniert. Die Mühen alle mal wert. So, jetzt tauschen wir auf jeden Fall die Information gleich mal aus. Custody of Oswald. Der Bogen, das wäre natürlich ideal, wenn Hikari... Ne, der hat ja schon einen anderen Bogen. Das heißt, der Bogen wäre für die Jägerin sehr spannend. Garantiert. Wenn der denn besser ist, in meiner. Exorzistenbogen. Haben wir jetzt diesen hier Kampf erprobt. Der ist nicht so stark wie der Bogen des Jägerkönigs, aber der hat 390 Schaden. Alter, der macht 50 Schaden mehr. Und ist stärker in kritisch, aber nicht so schnell unterwegs. Perfekt, das bleibt bei dir, Kampf erprobt. Schön gemacht, super. Und so kommen wir Stück für Stück in die richtige Richtung. So, wieder auf Tag stellen. So, hier haben wir angesprochen, ne? Hier rechts war ja niemand mehr, außer die Oberchefin. Der andere hat ja keinen, ja, da keine Punkte im Kopf. Der möchte sich irgendwie anfreunden, das ist auch okay. Den haben wir schon gesprochen gehabt. Gibt es hier noch irgendwo was? Was mit dir? Die kenne ich auch nicht. Dieser junge Mann mit 30 Jahren besucht Toto Haha zum ersten Mal. Dies war seit langem sein Traum, denn es war einer seiner Vorfahren, der die Insel entdeckte und seinem Buch Berichte von der Wildlingsinsel vorstellte. Hey, das suche ich. Als das Buch herauskam, hielt man es für ein fiktives Werk und keinen Tatsachenbericht. Da hat er's. Das ist das zweite Buch. Yeah, groovy. Reisebogen, her damit. Dankeschön. Endlich habe ich sie gefunden, die Insel mit dem Wildlingsdorf. Mein Vorfahren haben sie die Geschichte also nicht bloß ausgedacht. Ich hoffe, du hast sie gut gelesen. Hoffe ich für dich. Mir ist das Buch weg. So, das zweite Buch. Oh, habe ich schon alle drei? Ich weiß gar nicht. Eine nahrhafte Nuss habt ihr mit, ne? Das nehmen wir natürlich gerne in Beschlag. Ein unbekümmerter junger Wildling mit 19 Jahren. Er lebt friedlich vor sich hin und fragt sich, warum die Menschen im Nachbardorf ständig Ärger machen müssen. In letzter Zeit macht er sich einen Spaß daraus, in den Sternenkonstellationen Nachthimmel Gegenstände oder Tiere zu entdecken. Okay. Hast du denn was entdeckt? Du? Dörfersch kennen? Sehr gut. Ja, ich weiß. So, hier haben wir Willing. Ein alter Willing mit 50 Jahren, der für die Tischlerarbeiten im Dorf zuständig ist. Er ist äußerst fingerfertig und kann fast alles herstellen. Auch auf Ornamente und Dekorationen versteht er sich gut. Die Gebäude im Dorf wurden allesamt von ihm gezimmert. Zu seinem Leidwesen sind aber sie aber so robust, dass es in der letzten Zeit kaum Arbeit für ihn gibt. Ja, das kenne ich von meinen Rechnern auch. Die Rechner, die ich zusammenstelle, die laufen manchmal 12, 13 Jahre ohne Fehler. Im Regelfall. Ein Verbeugungsobjekt bekommen. Ein Großfäller, ein Holzfäller Großaxt. Ein launches Blatt. Okay. Alles fertig, fürs erste, freie Zeit. Gut, was ist hier drin? Hier kann man noch mit jemandem sprechen. Auch hier bitte, wer bist du? Eine Giganatapfel beleben muss. Sehr gut, eine Menge Nüsse hier jetzt. Ein Wildlingsjunge, der an der Schwelle zum Erwachsensein steht. Er ist besessen von leckeren und hübschen Dingen. Früher hat er sich gefragt, was von beiden wichtiger ist. Aber dann wurde ihm klar, dass leckere Dinge auch hübsch sind und er beides gleich lieben kann. Ein verborgenes Objekt gefunden. Großartige Storys hier. Deiner Vogel Freude bringen in Herz und Bauch. Okay. Hier gab es einen Stein, das ist jetzt ja sehr wertvoll. So, was ist hier unten? Hier steht auch noch jemand. So, was mit dir? Du bist ein Wildlingsmädchen mit 11 Jahren. Es wünscht sich einen guten Freund, doch es ist so schüchtern und traut sich nicht recht, andere anzusprechen. Die Wildlinge pflegen den Brauch, Freundschaftsamulette zu verteilen. Und das Mädchen möchte es nun auf diese Art versuchen. Freundschaftsamulett stehlen. Okay, wir haben eine Freundin für ihn. Oder muss ich ihn jetzt hier rüberbringen? Ich Amulett geben. Nicht wissen an wen. Aber wäre schön. Amulett geben, Freund werden. Wollen, wollen. Okay, wir geben das sofort ab. Ach, wie schön. Ein Freundschaftsamulett, um Kulturen näher zusammenzubringen. Auch ein ganz seltenes Gut heutzutage. Ha, wie man wohl mit dir in Gespräch kommen kann. Ich gebe dir ein Freundschaftsamulett. Du kannst das direkt, kannst dir ansprechen. Was ist denn das? Ein Amulett? Ganz schön alt. Moment mal, ich glaube, davon habe ich schon mal gehört. Es muss für deine Wildlinge, wenn sie Freundschaften schließen wollen. Na dann, werde ich doch gleich mal hingehen und mich bei ihnen vorstellen. Denn Erwachsenen, die Erwachsenen sagen es natürlich nicht, ist ja klar. Ah, danke fürs Amulett.
Du weißt ja gar nicht, an wen du dich wenden musst. Widerstandslos unkritische Nuss erhalten, okay. Jetzt wirkst du richtig gelaufen, nicht zur falschen. Wir sind weg. Wo sind denn hin? Oh mein Gott. Mir schaut übles. So, wer bist du? Jagdtracht und kritische Nuss. Super. Hier was wir nicht alles abgreifen können. Eine fleißige Willingsfrau mit 37 Jahren, die die Schneiderei ihrer Eltern übernommen hat und die Kleidung der Dorfbewohner anfertigt. Das Weben fester Stoffe und speziellen Färbetechniken haben in ihrer Familie eine lange Tradition. Sehr schön. Viel zu tun. Immer viel zu tun. Okay. Soll ich vielleicht mal mich rasten legen? Das ist Luxus, oder? Ich krieg kaum Schaden rein. Passt schon. So. Hier, ein Willing. Eine sanftmütige und fleißige Wildingsfrau, die ihren kränklichen jungen Bruder alleine aufzieht, seit ihre Eltern bei einem Unfall ums Leben kamen. Sie ist der Meinung, dass das Leben auf der Insel das Beste ist und beäugt das Interesse ihres Bruders am Festland mit Argwohn. Sie ist 28 Jahre erst alt. Klarheitskraut, Klarheitskraut, wie das hier in der Marmelade, dankeschön. Unser Dorf ist schön, du hier bleiben. Ja, mal gucken. Wie lange? So, Dörfle, spitzer Stein und kaputtes Teller. Super. Ein junger Wildling mit 22 Jahren und einer Schwäche für gutes Essen, wie jeder von denen. Er liebt Dörfleisch, aber seit er einmal das Essen der Menschen gekostet hat, interessiert er sich auch für das Kochen. Leider haben die Wildlinge keine ausgeprägte Kochkultur. Nee, Fleisch. Jetzt muss üben, Kribbelfleisch kochen. Einziges Problem, dann warten. Warten, schwierig, sehr schwierig, aber üben. Ja, wer bist du? Kann ich dir was klauen? Ein extrem kräftiger Wildling. Wegen seiner Stärke wurde er mit der Bewachung der Speisekammer beauftragt, aber seine massigen Muskeln machen ihn leider schnell hungrig und so tragen sein Heißhunger und sein Verantwortungsgefühl jeden Tag einen hitzigen Kampf in ihm aus. Auch hier wieder Stärke in der Nuss drin, cool, sehr cool. Kann ich dich herausfordern mit Ikari, nee, nicht herausfordern, in der Nacht stehst du ja auch da. Kann ich dich nicht einfach umhauen? Naja, stopp, ha! Falsche Taste gedrückt. Ich würde gerne hier einfach mal auflauern. Hock. Dankeschön, jetzt komme ich da rein. Okay. So, hier gibt es nichts, da war ich schon mal drin. Tut mir sehr leid, dass ich da jetzt Ärger gemacht habe. Das war jetzt nicht so beabsichtigt. So, hier kann ich was tauschen oder kaufen. Wildlingsbogen, Reisebogen. Im Besitz 0. Okay, da brauche ich 10 Dörfleisch. Wildlingsrüstung, anregende Pflaumen. Okay, Granatapfelblätter. Aber hier gibt es interessanterweise kein Thema für mich zum Kaufen. Das finde ich spannend. Fehlt mir nicht von der Jägerin noch das Thema? So, hier haben wir dann nochmal einen Wildling. Ein Wildling, der die uralte Sprache seiner Artgenossen studiert. Nur wenige sprechen die in vergessenheit geratene Sprache heute noch fließend. Aber dieser Junge hat es darin schon ziemlich weit gebracht. Wort für Wort und Satz für Satz lernt er sie von dem Ältesten, der sich noch daran erinnert. Er ist ein gutes Beispiel dafür, wie schnell man sich bei einem echten Interesse neues Wissen aneignen kann. Kurzer Stock und ein Stein, sehr schön. Okay, hier mal Zeug holen. Kann ich hier irgendwie das Zeug... Ja, jetzt Heiltraum, jetzt kriege ich es. Hier ist noch eine Hütte, die komplett leer ist. Da unten gibt es nichts mehr. Gibt es da oben vielleicht noch unseren Trainer, unseren Lehrmeister? Ja, da gibt es auch noch. Auch hier bitte einmal Delikates und Prädikatsdörfleisch und nochmal, wer bist du genau? Wir wollen dann wilde Hüter von Toto Haha. Der wilde Hüter, länger als andere Wildlinge leben, hat der Geburt und Tod zahlloser Jäger miterlebt. Dank eines Freundes, den er vor 20 Jahren kennenlernte, spricht er die Sprache der Menschen. Häuptling Juva, 233 Jahre alt. Und erst seit 20 Jahren kann er die Sprache sprechen. Okay. In der Nacht stehen hier ein paar Leute rum. Zum Beispiel den hier, kenne ich so gar nicht. Heilkraut und antike Münze und hier nochmal Bestechen für 300. Ein kränklicher Wildling, der sich sehr für die Studien der Menschen interessiert und gerne zum Lernen aufs Festland reisen würde. Eigentlich will er seine Schwester, die ihn seit dem Tod ihrer Eltern alleine großgezogen hat, keine Sorgen bereiten. Aber es will ihm einfach nicht gelingen, seine Neugierde zu zügeln. Ach, wie ärgerlich. Ich reisen will, auf andere Seite von mir. Ja, das ist dann, wenn dich halt die Beziehung zu deiner Lokalität so bindet. Das ist super ärgerlich. Und leider passiert das auch gerne bei uns immer noch.
wir schönes Dorf haben, du immer hier bleiben, gemeinsam. Ja, super, dann ist man gebunden hier an dem Ort. Man ist quasi in einem Käfig. Ist wahrscheinlich nicht so optimal. Gut, hier, den haben wir schon gesprochen. So, hier haben wir noch einen. Was? Üben, Kribbelfleisch, kochen. Okay, genau. So, kann ich hier noch irgendwas hintenrum noch abholen von Leuten, die ich vielleicht noch nicht so direkt kenne? Ich glaube, mit den anderen habe ich halt gesprochen. Die sind recht unscheinbar hier. Giftstaubflasche. Hier gibt es nur was zu übernachten. Ist jetzt nicht so wild. Hier oben könnte man reinschauen. Oh. Was ist mit dir? Ich kenne mal auch schon. Okay, schade. Eine sehr, sehr ruhige Musik. Hier waren wir auch schon drin, ne? Ja. Es ist interessant, wie sehr sich ein Musikstück verändern kann, wenn man nur die... wenn man hier nur einfach ein paar Instrumente austauscht. Wie ich finde. Okay, hier haben wir schon mit allen gesprochen. Ich glaube nicht, dass sich hier recht viel noch tut. Nicht auf die Schnelle. Hey, den kenne ich nicht. Wer bist du denn? Wo warst du denn? Wer bist du? Ein Mann mit 32 Jahren, das ist mit seinem Bruder über das Dorf wacht. Er gehört zu den konservativen Kräften, die die Wildlinge als Feinde betrachten. Seine Frau hat ihn wegen seiner radikalen Ansichten verlassen. Auf der anderen Seite legt er sich Tag und Nacht für das Dorf ins Zeug und ist bei den Bewohnern erstaunlich beliebt. Eisenklinge, Giftstoffflasche, Schattenedelstein, Mittel sogar. Es könnte hier viel schöner sein, wenn die dummen Wildlinge uns nicht ständig in die Quere kämen. Das ist gemein. Kann ich jetzt so nicht unterschreiben. So, mit dem hier habe ich ja schon gesprochen gehabt. Hier könnte ich ja noch... Ne, da kann man auch schon gequatscht mit denen. Ist hier noch was? Die kennen wir schon alle. Okay. Hier drüben. Ach, hier war schon jetzt Thema drin. Ich dachte, wir wären bei den Willigen besser aufgehoben gewesen, aber gut. So, hier ist nichts. So, der letzte... Die letzte Geschichte hier. Da waren wir ja auch schon. Dankeschön, das war's. Als nächstes gehen wir den nächsten Ort hier auf unserer Karte an. Ich würde sagen, das ist entsprechend Troppo Hoppo, bevor wir uns ins namenlose Dorf aufmachen. Troppo Hoppo war genau nämlich, so wie ich mich erinnern kann, diese Stadt mit den ganzen Oktopussen. Da gibt es sicher jemanden, der uns helfen kann. Gib mir halt mir bitte mal die Info. Ein fröhlicher Bettmann, bla 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 bla. Das, die hatten alle hier mit Oktopus zu tun, wenn mich jetzt nicht alles irrt. Auch hier gleich mal speichern. Eine Frau, die mir leise lächelt. Glücksfringe für Bootfahrten, okay. Da habe ich ja schon geholfen. Hier könnte ich was klauen. Ein Blitzhähnstein, das nehme ich natürlich gerne ab. Das ist doch... Du bist schon wieder zu spät dran. Beim Club Bautermann. Hast das Zeug zu einem guten Fisch, aber was bringt das, wenn du die Fische schläfst? Lass halt nicht über den Nächte um die Uhren schlagen hier. Nur der frühe Fischer bringt frischen Fisch auf den Tisch, klar? Was für eine Wortwahl, ey. So, okay. Kapitalsabone können wir hier mitnehmen. So, ein Fischerlehrling, der unter seinem Meister in Ausbildung ist. Er hat schon als Kind davon geträumt, Fischer zu werden. Kann sich aber nicht an das Frühaufstehen gewöhnen und kommt ständig zu spät. Und so sehr er sich auch bemüht. Die Angst vom Verschlafen hält ihn noch schlechter, lässt noch schlechter einschlafen. Und so schließt sich der Teufelskreis. Ich gebe mir wirklich Mühe, aber ich komme morgens einfach nicht aus den Federn. Kann ich ihm vielleicht ein Hündchen schenken? Was dann kackert oder so in der Früh? Ja, so eine Idee jetzt von mir. So, mal schauen. Ich kenne mich auch gar nicht. Ein Handwerker, der Schiffsverstrebungen herstellt. Mit Sorge beobachtet er, dass seine Nichte, eine Schiffsbauerin, dazu neigt, Beziehungen zu anderen Handwerkern zu meiden. Denn auch er war nie der gesellige Typ und weiß, wie sehr einem so etwas im Leben erschweren kann. Aber auch schon 59 Jahre, Erleuchtnisarbeit für uns und mal mit ihm reden. Wer sich nicht gern mit anderen abgibt, wird es nicht leicht haben. So, hier nochmal ein bisschen. Letzter Edelstein fehlt noch. Hier bitte, wer bist du? Ein alter Mann, der aus dem Kuppenland hinzugezogen ist. Das Insleben ist für ihn nach vielen Jahren in den Bergen eine willkommene und belebende Abwechslung. Er geht gerne am Strand spazieren und sieht sich interessiert das Strandgut an. Oder war es nicht hier? War es im ersten Teil? Bin mir nicht mehr sicher. Das funkelige Ding, das ich am Strand gesehen habe.
habt einen Anzieh der Krebs mit einer Flasche auf dem Rücken gepuppt. Ho, ho, ho. Okay. Scherzkeks hier. So, wir prüfen wieder am Tag alles ab, bevor wir in die Nacht gehen. Eine hübsche Perle mal eins. Hübsche Perle mal eins. Okay, das ist aber ein Questgegenstand. Lalala, trollololol. Lalalalalalalalala. Rumpuschelarmband. So, kann ich hier noch was klauen? Ja, kann ich auch. Hier habe ich überhaupt noch nichts mitgenommen. Eine dicke Münze und zwei Schattendinger. Schatten und Licht. Schon die Ruine besucht. Diese Insel steckt voller hochinteressanter Orte. Da ist niemand drin. Okay. Ich habe hier so gute Interesse daran gehabt, hier vielleicht jemanden zu finden, der sich hier wirklich damit auskennt. Mit diesen Oktopussen. War es wirklich mein Hotel? Eieiei. Eine Insulanerin mit 60 Jahren. Wir können neue Ausrüstung kaufen. Eine Frau, die sich oft in der Stadt ausruht. Sie ist eine pensionierte Freitaucherin und hält den aktuellen Tiefenrekord. Damit brüste ich nicht. Und vielleicht wird sie gerade deshalb von allen so respektiert. Neue Ausrüstung. Cool. Why not? Why not? Okay, neue Ausrüstung zu verkaufen. Wo auch immer die ist. Ach, hier. Hast du was für mich? Sag, wenn du mich brauchst. Da will mir nichts geben hier. Hier haben wir nochmal einen Waffenhändler. Was hast du denn hier? 21.000. 33.000 Glücksstab. Ist auch nicht sonderlich stark eigentlich. Wer hat Elementarangriff, aber der ist auch schwächer wie der von Agni oder der von Kasti. Also, nee. Eher nicht so interessant. Verkauf mir mal ein paar Sachen hier. Ausgestopftes Spielzeug, hausgemachter Kuchen. Den lassen wir noch drehen auf jeden Fall. Das könnte sein, dass der für irgendwas wichtig wird. Silberbeutel, der kann auf jeden Fall weg. Silbermonokel, glaube ich, brauche ich auch nicht mehr. Ein bisschen Geld wiederholen. Goldene Taschenuhr kann auch weg. Goldring, glaube ich, werde ich auch nicht brauchen. Schwerer Münzbeutel kann weg. Ja, dicke Münze, weiß ich nicht. Dicke Folien könnte auch wichtig werden. Anspruchsvolles Buch. Seltener Stein, leerer Münzbeutel sicher nicht. Ausgestopftes Spielzeug, kaputte Teller werde ich wohl auch nicht mehr brauchen. Nehme ich an. Taschentuch, nee. Ich glaube nicht, dass wir das jemandem schenken werden. Hab mir jetzt nicht so viel gebracht. Was ist mit dir los? Auf Durchreise, ha? Dafür ist zollfällig. Kollege, bist du da sicher? Damit könnte ich das Boot freischalten, um unten an die Dinge zu kommen. An die Kiste. Okay, ja. Kann man machen, muss man nicht. Ich werde mit meinen geführten Wanderungen durch Tortoa ganz groß rauskommen. Warst du schon bei den Spielen mit dem Theater? Das soll sich niemand entgehen lassen, meint der andere hier. Ja? Was lange vergangen, birgt in sich, was kommt. Was vorausgeht und was folgt, verschanzt sich und verblasst. Ein Dichter. Ich kann mit Dichtkunst echt nichts anfangen. Reimen geht vielleicht noch, aber Dichten ist echt. Ich weiß nicht, das übersteigt mein Horizont. Die Wörter nicht reimen. Eine Frau, die ihren Lebensunterhalt als Taucherin verdient. Sie hat eine außergewöhnliche Lungenkapazität und kann am tiefsten von all ihren Kolleginnen tauchen. Im Gegensatz zu ihrer Vorgängerin ist sie aber noch nicht ganz bis zum Grund gekommen. Und so stellt sich weiterhin täglich die Herausforderung. Ein verborgenes Objekt. Okay. Sein Alter sich übertreffen. Darum geht's. Wenn mir das gelingt, werden wir immer tiefer tauchen können. Ja, warum nicht? Kommt ja hin. Wenn man daran arbeitet, wird es irgendwann funktionieren. Das ist ja absehbar. So, hier gibt es nichts von Interesse zu kaufen. Sollte ich hier vielleicht mal ein paar Sachen verkaufen? Papa, die hier. 95. Gib mir hier nochmal 2-3 weg. Auf 93 vielleicht. Sonst kriege ich wieder das Problem, dass ich plötzlich nichts verkaufen kann, weil wir einfach komplett voll sind. Hier noch 2 weg. Hier noch einer weg. Hier noch 2 weg, so kriegen wir auch ein bisschen Geld dazu. 4 Stück weg sogar. Hier sogar 5 Stück. So, nicht, dass wir da plötzlich dastehen können, nichts mehr benutzen. Ja. Sieht aber gar nicht schlecht aus. So, jetzt stehen wir nicht mehr an. Ja, die Stimme lässt schon wieder nach hier. Ich muss laufend nachräuspern. Das ist ärgerlich. So, hier kann ich was klauen. Das ging letztens nicht. Da hatte ich zu wenig Mumps drin, Mondmuschel, Halskette mit Tempo und Kriegsschwert. Okay.
Ich mag das Meer, es wäscht einem die Seele rein. Okay. Alles wird gut, alles schön. Wer bist denn du? Katzen mögen es am liebsten, wenn man ihnen Futter hinstellt, sie es ansonsten aber in Ruhe lässt. Ja, ist richtig. Ich kann dich sicher umhauen, du stehst hier genau im Weg. Fuck. Wie töricht. Ahaha. Ja, wir nutzen einfach mal alle Leute um, die irgendwie im Weg stehen. Ja. So, es hinstellen. Ein Junge mit Augen in der Farbe des Meeres. Er hat unglaublich scharfe Sinne und kann die Veränderungen im Meer und im Wetter lesen. Die dabei zutage gelegte Präzision ist selbst für die erfahrensten Segler unerreicht. Und so wird er von allen respektiert. Ist doch schön. Okay, hier war ich schon mal drin. Wird schon passen. Okay. War schon geklaut. Gut, kann ich hier unten einfach mal weiterschauen, mit dem wir schon gesprochen haben, ne? Ja. Hier kann ich nicht viel machen. Das heißt, wir gehen mal in die Nacht. Es gibt hier mehr. Es gibt noch einmal den Schiffsbauer, der wir nochmal einen Besuch abstatten sollten. Und langsam wird es, glaube ich, Nacht hier, ne? Es wird dunkler. Sieht das nur so aus? Oder wird es wirklich dunkler jetzt? Wo sind es die Wolken hier? Sind die Wolken, ne? Gehen wir in die Nacht rein. Schauen wir mal, was wir hier so machen können. Tropopo ist ein schöner Fleckchen Erde. Vielleicht sollte ich mich hier niederlassen. So, haha, gemeinsam trinken ist das doch das Beste. Oh. Mein Drucker meint, der muss erstmal anlaufen, warum auch immer. Okay, Mikro ist aktiv, ja. So, ich möchte mit 3000 bestechen. Muss was Wichtiges sein. Der Inselbewohner, der von einem Wildling vor dem Ertrinken gerettet wurde. Seitdem feiert er mit seinem Retter oft nächtliche Trinkgelage am Strand. Obwohl sie nicht dieselbe Sprache sprechen, verstehen sie sich blendend, zwächen fröhlich lachen bis in die Morgenstunden. Ah, schön. Gemeinsam trinken ist dann doch das Beste. So, hier gibt es eine nahrhafte Nuss. Das war's wert. Okay, das war's Geld wert. Wer bist denn du? 300. Ein Wildling, der einen ertrinkenden Inselbewohner gerettet und sich mit ihm angefreundet hat. Die beiden treffen sich oft, aber der Wildling passt auf, dass er dabei möglichst nicht von anderen Menschen gesehen wird. Er hofft, dass die Vorurteile gegenüber Wildlingen irgendwann mal verschwinden, weiß aber, dass es nicht einfach sein wird. Warum die Rechte hat. Wir sind Freunde. Lecker. Gesurf. Na klar. Essen und trinken. Gib's ja zu, ich gebe mir wirklich Mühe, ich komme morgens einfach nicht aus dem Fehler. Wieso mitten in der Nacht jetzt? Außer ich würde ihm einen anderen Lehrling geben. Jetzt schon wieder zu spät dran. Vielleicht ist gar nicht die Idee dahinter, den Rechten dazu zu bringen, dass er rechtzeitig in die Arbeit kommt, sondern dass wir dem Meister des Fischens einen anderen Lehrling bringen. Lass dich halt nicht immer die Nächte und die Uhren schlagen. Ja, an dieser Stelle würde ich sagen, machen wir erstmal Pause für den Moment, beim nächsten Mal geht's weiter. Gleicher Ort, gleiche Tageszeit, nur andere Begebenheiten. Wenn es dir gefallen hat, gerne einen Daumen hoch und einen Kommentar unten rein. Beim nächsten Mal wieder einschalten. Am einfachsten geht das mit Abonnieren und mit der Glocke. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. I'm Mike.